Leute, hier sind wir mal wieder. Heute machen wir ein bisschen anderes Video und zwar haben wir zum Probieren ein Erdbeerliquid bekommen. Und das ist ein Lola Liquid von Nico Liquids. Das kann ich euch hier einmal zeigen. Erdbeergeschmack von Nico Liquids. Und wir haben uns gedacht, wir stellen es einfach im Vergleich zum Zazo Liquid, auch in Erdbeer, auch in Null. Dass wir euch da einfach mal so einen Vergleich ziehen, dass nicht jedes Liquid gleich schmeckt, gleich riecht, gleich gut ist. Aber ist wie gesagt unsere Meinung. Als erstes haben wir beide erstmal aufgeschraubt, da so ein bisschen dran gerochen einfach. Und schon da merkt man erste Unterschiede, obwohl laut Herstellerangaben das gleiche drin sein soll. Ganz normal PGVG, Aroma und ein bisschen Wasser. Und das von Nico Liquids riecht deutlich anders als das von Zazo. Ich finde, das riecht viel künstlicher. Hier ist so ein bisschen mehr fruchtige Note drin, ist jetzt meine Meinung vom Riechen her alleine schon. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir mit dem Tröpfler mal wieder probieren, welches von beiden besser schmeckt. Da würde ich sagen, beginnen wir einfach mit dem Nico. Mit dem Nico Liquid. Ich finde, das hat noch so ein bisschen eine mentholische Note oder Minze. Finde ich jetzt so. So, bitteschön. Dann probieren wir das doch einfach mal. Und ich muss sagen, auch wenn man das probiert, für mich ist das so ein bisschen, das schmeckt nach irgendwas, was da nicht reingehört. Und das ist wirklich dieses, wirklich leicht mentholig. Ich bin ja gar kein Menthol-Fan. Und das stört mich in dem Liquid gerade so ein bisschen. Da ist wirklich irgendwas drin, so, wo man sagen muss, das gehört wirklich da nicht rein. Ich weiß nicht, ob ihr das bei anderen Liquids schon hattet, ob ihr Nico Liquids überhaupt schon mal probiert hattet. Aber ich muss sagen, mir schmeckt das einfach gar nicht. Das schmeckt so mega, ich würde sagen, mega künstlich, wie wenn man diese billigen Kaubonbons isst. Oder dieses Erdbeerkaugummi vom Kiosk da, was weiß ich, 20 Cent kostet eine Packung. Richtig künstlich halt. Jetzt habe ich das von Zazo einmal eingefüllt, um einen Vergleichsgeschmackstest einfach zu haben. Da merkt man schon. Das ist ganz anders, schmeckt irgendwie viel fruchtiger. Ich meine, das ist jetzt auch nicht komplett an der richtigen Erdbeer dran, aber das ist so. Ich finde, das hat so ein bisschen was so. Ja, hat jetzt noch ein bisschen Geschmack vom Mikro, ne? Ich finde, das geht eigentlich. Ich finde, das schmeckt auf jeden Fall schon mal fruchtiger. Ich finde, das hat so ein bisschen was so. Ich weiß nicht, so Erdbeereismäßiges, so wenn man so in der Eisdiele sich ein Erdbeereis holt. So ein bisschen in die Richtung geht das, so einen leicht süßeren Touch auch mit drin, leicht fruchtiger. Ich fülle nochmal einmal nach. Ja, mich würde jetzt mal interessieren, ob das jetzt an dem Erdbeer liegt oder ob das generell an Nico Liquids liegt. Ich meine, parallel habe ich gerade hier am PC die Seite offen von Nico Liquids. Die sind ja aus Deutschland, werden in Essen scheinbar auch hergestellt. Zumindest steht hier was von Essen mit drauf. Da ist wohl auch ein Werksverkauf von Nico. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal irgendwann hin. Ja, testen wir mal. Probieren wir mal ein paar aus. Stellen euch die dann mal vor. Die Tage mal darüber fahren. Ja. Mal ein paar mitnehmen. Gucken, ob das bei allen so ist. Also ich hatte auch noch kein Liquid, was richtig, richtig nach normale Erdbeer geschmeckt hat. Wie wenn du eine Erdbeer reinbeißt. Das hatte ich noch nicht. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Aber das war jetzt, wie gesagt, haben wir zum Probieren gekriegt vom Kumpel. Und ich muss sagen, das ist mega künstlich schmeckt das. Ja, wir haben das halt aus dem Grund bekommen, weil
derjenige halt immer meinte, es schmeckt verkohlt. Obwohl ich nicht sagen muss, dass es verkohlt schmeckt. Ich muss wirklich sagen, dass es irgendwie so ein Hauch Minze, Menthol, irgendwas in die Richtung, irgendwas ist da wirklich drin, wo man auch vom Riechen her schon sagen muss, es gehört da irgendwie nicht rein. Und auch wenn ich den Vergleich jetzt ziehe, muss ich sagen, ich will jetzt nicht schlecht reden von Nicol Liquids oder so. Es kann sein, dass es wirklich am Erdbeer liegt. Ich kann das jetzt nicht auf alle vier allgemeinern. Aber ich muss sagen, es schmeckt einfach komisch. Nicht fruchtig, nicht erfrischend. Aber das ist ja unsere Meinung. Viele andere sagen auch, das ist richtig fruchtig. Und schmeckt richtig nach Erdbeer. Obwohl ich sagen muss, wenn man bei YouTube wirklich guckt, ich habe gestern mal durchgeschaut, es gibt fast gar keine Videos auch über Nicol Liquids, was mich ein bisschen gewundert hat. Und ich muss so ehrlich sein, ich habe noch nie jemanden gesehen, der damit rumrennt. Nö. Ich meine, davon gehört habe ich schon mal. Aber es ist auch schon Ewigkeiten her, das war bevor ich überhaupt selber angefangen habe zu dampfen, habe ich davon schon mal gehört. Und ich muss sagen, die Preise sind ja auch nicht so die besten, sag ich jetzt mal, ne? Da muss ich ehrlich sagen, du kriegst woanders kriegst du 20 Milliliter für knappe 5 Euro. Und hier hat man drin 15 Milliliter und die kosten dann so knapp an die 7 Euro. Also wir haben gedacht, es ist ein teures Liquid, dann müsste das ja auch gut sein. Und deswegen wollen wir jetzt mal testen, ob das nur am Erdbeer liegt oder ob es allgemein an die Liquids liegt. Ja. Dann würde ich mal sagen, falls ihr Erfahrung mit Nicol Liquids oder sonstigen gemacht habt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es wirklich mal interessieren, ob es wirklich jetzt an diesem Erdbeer liegt, was wir hier haben, oder ob es allgemein an den Nicol Liquids liegt. Und dann würde ich sagen, vielleicht haben wir am Wochenende kurz Zeit oder so, einfach mal nach Essen kurz rüberfahren, in den Laden rein, ein paar Sachen einpacken und einfach mal durchprobieren, ob das jetzt wirklich an der Marke liegt oder einfach nur an diesem Erdbeer. Dann werden wir auf jeden Fall noch ein kleines Video darüber machen, werden wir euch berichten. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.